Herzlich willkommen zum ökumenischen Wochenimpuls hier in der Neanderkirche. Ich stehe hier am Taufbecken und das natürlich mit Bedacht. Denn es soll heute um Namen gehen. Eltern machen sich in der Regel ganz viele Gedanken darüber, wie sie ihr Kind nennen wollen. Und gerade bei der Taufe wird ja der Name des Kindes genannt. Wussten Sie, dass es in der Bibel über 700 Namen für Gott gibt? Und welche Namen fallen Ihnen jetzt spontan für Gott ein? In der Regel nennen wir Gott einfach Gott. Aber in der Bibel wird in der Regel immer ein Zusatz noch dazu gegeben. Zum Beispiel so, wie es die Jahreslosung formuliert: Du bist ein Gott, der mich sieht. So nennt nämlich die Hagar Gott, weil sie ihn so erfahren und erlebt hat. Im Dunkel geht Menschen der Name Gottes oft verloren, weil wir mit der Situation hadern, weil wir zweifeln, weil wir den Eindruck haben, Gott ist nicht da und das, was so wie wir Gott bisher genannt haben, das einfach nicht trägt. Da müsste Gott selber dafür sorgen, dass er uns wieder nahe kommt. Und das tut er auch. Oft durch Stellvertreter oder Stellvertreterin. Etwa durch die Nachbarin, die fragt, wie geht es dir? Oder durch den Freund, der mir einen Weg als Lösung zeigt aus der Zwickmühle, in der ich mich vielleicht gerade befinde. Erst im Nachhinein erkenne ich manchmal, dass Gott in finsteren Zeiten einen neuen Namen annahm. Er verbarg sich einfach im tröstenden Wort oder in der helfenden Hand. So wachsen Gott neue Namen zu, mit Erfahrung gesättigt. Namen, denen ich Vertrauen schenke. Zum Beispiel, du sorgst für mich. Oder du bist der Fels, auf den ich vertrauen kann. Du bist der gute Hirte. Welchen Namen würden Sie denn heute Gott geben? Bleiben Sie behütet.